Ich bin Jennifer Dummer und zusammen mit Andreas Jandl habe ich Uyesh irgendwo von der wunderbaren Josephine Bacon übersetzt. Was verbindet dich mit Kanada und seiner Literatur? Ich habe französische Philologie in Mainz studiert. Da gab es vereinzelt Angebote zu Quebecer Literatur. Später dann habe ich eine Freundin in Kanada besucht und mich vor Ort in die Quebecer Kultur und Literatur verliebt. Bist du dort dann auch auf Josephine Bacon gestoßen? Josephine Bacon habe ich 2018 bei einer gemeinsamen Veranstaltung in Berlin kennengelernt. Ihre Gedichte begleiten mich also schon etwas länger. Sie zählen auch zu den ersten Gedichten, die ich ins Deutsche übertragen habe. Was war die größte Herausforderung beim Übersetzen? Es ist bemerkenswert, wie Josephine Bacon ihr Inneres aufs Papier bringt, wie sie Bilder evoziert und Klänge darstellt. Pur, direkt und einfach. Ihre Gedichte sind im Grunde genommen stark verdichtete Erzählungen. Warum sollte man in Deutschland dieses Buch auf jeden Fall lesen? Uyesh irgendwo gibt den Lesenden einen Einblick in die Kultur der Innu. Bacons Gedichte entschleunigen, zeigen auf und mahnen. Ein Gespräch zwischen ihr und Marion Regil, das den Gedichtband begleitet, zeigt Bacon zudem als Geschichtenerzählerin und Wegbereiterin. Jetzt endlich auch auf Deutsch. Uyesh irgendwo ist ein kleiner feiner Band von Josephine Bacon. Die Nomadin der Tundra und Bewohnerin der Stadt lädt ein, den Ort, an dem Gebäude den Horizont verstellen, zu verlassen und geleitet einen in die Tundra. Die urbane Geräuschkulisse verschwindet mit einem Augenschließen und wir hören die Klänge von Nutschi mit. Der Wind, der eine Melodie säuselt, ein Schwamm Trappgänse, der am Himmel vorbeizieht, und die Trommel, die den Rhythmus vorgibt. Außerdem erzählt Bacon von den Traditionen der Erstbewohner und auch von der schmerzlichen Vergangenheit. Sie bekundet ihr Dasein. Uyesh irgendwo von Josephine Bacon. Heute bin ich in meinem Leben irgendwo angekommen. Ich zähle jetzt zu den Ältesten. Ich möchte die mündliche Tradition als Dichterin wiedergeben, möchte erzählen, wie die Ahnen, die echten Nomaden. Ich selbst bin nicht durch die Gründe des Nutschi mitgezogen. Sie haben mir davon erzählt. Ich habe gehört, woher ich komme. Sie haben mich mit Wasser aus einem unberührten See getauft. Einer um den anderen verlässt uns, und mit den Ältesten verschwinden die Worte der Tundra, die Stromschnellen der Flüsse und die Stille der Seen. Ich fühle mich als Erbin ihrer Worte, ihrer Erzählungen, ihres Lebens als Nomaden. Wie sie bin ich durch die Tundra gezogen, habe das Karibu geehrt. Irgendwo erzählt ein kleiner Stein auf einem großen von meiner Anwesenheit.